Hallo und herzlich willkommen bei Klaus Grill, feines Grillen Barbecue. Heute, ihr seht, ich habe ein bisschen kostümiert. Wir sind nämlich in Südafrika unterwegs und wir werden heute was grillen, und zwar einen selbstgefangenen Bass. Also richtig so einen großmaulen Barsch von dem Kameraden hinten, von so einem richtigen Brei. Wahrscheinlich könnt ihr dann jetzt noch nicht genau sehen, aber ich zeige euch den gleich. Und dann werden wir das Ding im Salzbett machen. Das wird hammergeil. Und ich habe einen Spezialgast dabei, den zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. So, und unser besonderer Gast ist heute der liebe Christian Haferkorn. Grüßt euch. Genau, seines Zeichens unter anderem auch Kochweltmeister. Ne? Korrekt, genau. Also mehr Kompetenz sieht man an der Stelle nicht. Und wir sind hier. Wir sind tatsächlich im Urlaub, aber wir haben gesagt, wir machen trotzdem noch was Geld. Weil die Jungs, die jetzt nämlich gerade zurückkommen, haben nämlich Schwarzbarsche gefangen. Ich habe auch einen gefangen, aber der ist jetzt gerade, habe ich schon gesehen, den haben die auf der, wie heißt die Ranch hier? Tabanunkulu Ranch, also wirklich so zuvorkommt, dass sie die Liga schon filetiert haben. Wir brauchen die aber im Ganzen. Und was wir noch dafür brauchen, sieht er jetzt gleich. Und da sind wir schon bei hier in der Küche. Kick mal hier. Da ist der Markus Schützinger übrigens. Der ist hier von Marx aus Salzburg. Ein super geiles Restaurant. Und hier, das ist die Küche, wo für euch oder für uns normalerweise gekocht wird. Aber heute sind wir selber dran. Und als Zutaten haben wir, kick mal hier, das sind unsere beiden Schwarzbarsche. Der hat noch so viel Leben, dass er tatsächlich immer noch zuckt, aber hat keinen Drehreflex mehr. Die Keule, die Stochen ausgenommen. Wir haben hier 4 Kilo Salz, das haben wir mit Wasser schon ein bisschen angemacht. Und was haben wir hier Schönes? Hier haben wir das Klaus Grillt Nemo Gewürz. Klausi, was da drin ist, das weißt du am besten. Ja, wenn ich es nicht weiß, guckt bei Klaus Grillt, ihr seht das. Wir haben ein paar tolle Zitronen direkt vom Hof. Bio, total aromatisch. Und mehr brauchst du nicht. Mehr brauchst du nicht, nö. Wir fangen jetzt an, den Fisch zu würzen. Den ist von innen zu würzen. Und bei diesen Black Bass ist tatsächlich, wenn man hier mal reinkriegt, die sind total, also die haben total kleinen Bauchraum, wenn man damit anderen vergleicht. Und da nehmen wir immer ein bisschen von dem Gewürz drin hier, so einen Teelöffel voll. Verreiben den schön hier im Bauchraum rechts und links. Nehmen uns so eine Zitrone, die stopfen wir da drin. Und dann gucken wir, dass wir den Fisch da hochdrücken. Aufpassen, weil die Kollegen hier, wenn man die hier mal hochzieht, guck mal hier, kann die Kamera das sehen? Die haben ganz ekelhafte Stacheln. Wenn du die in der Hand hast, wenn du von hinten hochdrückst, ganz schlecht. Und das machen wir mit dem anderen ganz genauso. Bevor ihr das vergesst, hier scharfe Messer und ein Brett. Und ihr hört schon, hier ist richtig Alarm in der Küche. Und hier vorne stehen zwei Gläser, das hat nämlich einen Grund. Und der Grund ist, ich bin hier mit ausgewachsenen Küchenbrüdern zusammen. Also dem besten Koch aus Salzburg. Und wirklich in der besten Küche aus Brandenburg, dem besten Koch aus Brandenburg, in der besten, wir waren gerade relativieren. Dem besten Koch aus Brandenburg. Und wir haben auch ein paar Sachen vor. Du bist bloß noch nicht watt. Und wenn man mit ihnen unterwegs ist, dann. Cheers. Ja, die stoßen an, die Messer sind Brett, machen die nicht, also hilft ja nichts, bevor ich rennen in die Hole würde. Braucht man das so? Nee. Kochen, essen, trinken. So, und dann machen wir jetzt richtig, wir machen eine Bilder, weil wir Förmchen, wie wir das. Na klar. Aber wir streiten uns jetzt nicht, Förmchen schön. Nein. Wir machen eine, wie wir das im Kindergarten gelernt haben, und wir haben das Salz hier, guck mal, das ist so. Wie erdfeuchter Mörtel ist. Haben wir das? Und so setzen wir das jetzt hier an der Seite an die Barsche ran. Ja, hier ist richtig Wasser drin, das ist überhaupt nicht schlimm. Und durch das Wasser, was nachher auf dem Grill sehen wir uns denn, was dann verdunstet, ich schiebe die mal ein Stück zusammen hier, wird das eine richtig feste Kruste. Und das ist der Plan. Und die backen wir jetzt eh mal hier lieber. Ich zeige euch jetzt mal so einfach völlig herzlos rein, darf nicht rauskicken. Wenn doch, erzählt es einfach keinem. Guck mal, so sehen die aus. Herrlich, oder? Wir haben oben eine kleine Flache drauf, dass da auch die Kohle nicht gleich alles runterkohlert. Und jetzt ist der Moment, wo darum geht, das Feuer zu beherrschen. Aber nein. Das ist der afrikanische Brei, den wir hier haben. Auf der einen Seite wird das gerade für die Steaks vorbereitet, aber wie man jetzt den Fisch, Steaks kennt ihr ja schon. Hier zieht man jetzt zur Seite, weil hier haben wir eine schöne heiße Stelle. Die großen brennenden Stücken kommen gleich zur Seite, die braucht man nicht. Aber wir brauchen bloß hier die Kohle. Also alles, was zu groß ist, ist doof. Einfach gehen ist es gut, da kann man halt immer so ein bisschen so hier durchstinkern schon mal, dass sie schön clean werden. So ein schönes Blutbett haben. Also fühlt sich wie so ein Kohleschaufel für Dampfer. Herrlich, jetzt kommen die Fische. Und der Christian, der schiebt jetzt da vorne das hin. Schön tief drin und steht. Genau, da war die ganze Stelle war perfekt. Und jetzt kriegt er praktisch immer Hitze von unten. Und jetzt verteilen wir möglichst vorsichtig unsere Holzkohle darüber, ohne das halt kaputt zu machen. Und jetzt merkst du schon, das ist alles nass darunter. Ist aber nicht schlimm, weil der trocknet gleich von oben. Die ganze Kohle, die packen wir jetzt richtig in Kohle ein. Und damit sorgen wir dafür, dass der richtig der Dampf aus dem Salz in den Fisch geht. Mit dem Salz dazu und dann richtig geil gedämpft wird. Und die lassen wir jetzt ungefähr 30 bis 45 Minuten drauf. Ich denke, bei der Größe 35 Minuten. Sollte passen. Eben. Der darf ruhig durch sein, muss nicht glasig. Kann aber.
Guck mal, wir können mal hinter uns in die Runde filmen. Total. Da sitzt die ganze Bande. Huhu. Alle einmal winken. Genau. Und ihr hört jetzt schon, hält sich keiner an Ruhe am Set. So ist es, wenn man unterwegs ist. So, jetzt ein Druck, guck mal da. Wir haben Licht gefunden. Und das sieht aus wie ein Haufen Asche mit ein bisschen Glut. Aber da ist unser Fisch drunter. Man sieht so ein bisschen Dampf und Schmuggeln. Total geil. Markus, du hast ja ein paar schöne Sachen für uns mitgebracht. Ich hoffe, die Kamera kann dir zeigen. Was haben wir denn hier von vorne und hinten? Wir fangen an mit Impala, Innenfilet. Geil. Dann haben wir Oryx. Ja. Und hier haben wir Zebra. Oh, mega gut. Und vor allem ist es hier direkt auf der Farm erlegt. Die beste frische Qualität, die man sich vorstellen kann. Und du bist die Grill, oder? Jetzt fangen wir an mit der Vorspeise. Ich freue mich. Ja, was soll ich euch sagen hier? Das läuft. Kommentare werden schon durchgegeben. Also, ihr seht schon, das Video war anders angekündigt, als es sich gerade entwickelt. Also, wir dachten, wir machen bloß ein bisschen Fisch, aber hier die Profis sind am Werk. Aber wenn ihr natürlich Rezepte zu diesen Wildgerichten separat sehen wollt, dann schreibt es hier unten in die Kommentare rein. Dann werde ich gucken, ob ich das irgendwie berücksichtigen kann. Herrlich, ist so toll. Wenn jetzt nicht noch 30 Grad von vorne und 80 von hinten wären, wäre es noch geiler. Da muss man sagen, so Fleisch auf dem Grill sieht schon sehr geil aus. Wenn man sagt so, hier Fisch, da Fleisch. Ich weiß, was ihr meint, ne? Und ich denke dasselbe. Aber ich hoffe, dass beim Auspacken die Sache brutal entschädigt. Jetzt wird noch gewürzt. Mit ein bisschen Salz drüber, ne? Hühner, die sind ja ähnlich wie Olivenöl. Ich kriege das kurz auf die Zitrone mal dran. Ja, ja. Aber hier, darum geht es. Die müsst ihr euch jetzt angucken. Ich habe hier eine Forke, bin aber nicht im Garten, sondern wir müssen den Kollegen jetzt den Schritt nach vorne ziehen, dass der Kollege runterkommt. Und dann werden wir den, das zeige ich euch nicht mit Drama, aber den nach links rüber feuern, dass wir ein bisschen was hier machen können. Weil wenn wir jetzt hier direkt drunter machen, dann verbrenne ich mir die Arme. Aber wir schaffen das. Ein bisschen vorne, ein bisschen hinten, dann ist alles gut. So, wir ziehen jetzt bloß die Kohle mit dem Messer hier runter, bis wir das so halbwegs frei haben, bis wir unten auf dem Salz angekommen sind. So, guckt euch mal an, wie das aussieht. Und jetzt machen wir hier ein bisschen noch von dem Rosmarin drüber und immer schön Tankerei rum drüber. Auch richtig hier über das Salz. Das ist richtig schön geil. So muss es sein. Ich weiß nicht, ob das bringt, aber das ist so schön. Nein, Quatsch, das ist geil. Guck mal hier unten, der brennt sogar noch ein bisschen. Und so nehmen wir den Bursch runter mit zwei Händen. Zack. Legen das zur Seite, lassen ihn abbrennen und dann packen wir aus. Jetzt kann man das entweder runterkratzen hier oder man hackt es so ein bisschen an oder ein bisschen doller. Jetzt kommt er. Guck mal, jetzt hier an der Seite. Jetzt nehmen wir hier die Salzkruste an der Seite runter. Und darunter ist unser toll gegarter Fisch. Und den befreien wir jetzt und legen ihn auf dem Brett. Das war ein kostbarer. Oh, okay. Guck mal hier. Mega. Guck mal hier, das ist nicht geil. Du kannst ja den brennenden Salz noch runternehmen. Boah, ein Traum. Und Tipp von mir, wir machen das was in einem Breigrill. Ihr könntet aber, wenn ihr Bock habt, in jedem Lagerfeuer machen. Geht auch mit Forelle. Alter, ich wollte nie ein schlechtes Vorbild sein, aber mit Köchen, jetzt haben wir schon die nächsten Weißwein am Start. Chenin Blanc, Südafrika. Nichts falsch. Hilft ja nichts, also auf euch. Und jetzt machen wir folgendes. Wir haben ein wunderschönes scharfes Messer. Ah, eine Global. Die Gruppe kennt sich aus. Guck mal hier. Psst. Hörst du das? Die Haut knackt. Da lösen wir die jetzt hier oben an, die Haut. Ziehen die an der Seite runter, die sieht. Naja. Ich hätte über die Küche fragen können, die können so. Oh, legen die hier rüber. Drehen den Bursch auf der Seite und das ist ja einfach nur ein Traum. Ein Traum von Fisch und den werden wir jetzt kosten. So, und jetzt sind, das ist einfach so geil. Ich liebe es, mit guten Köchen zusammenzuarbeiten, die richtig was können und ich weiß nicht, schmeckt es euch? Widerlich. So wird es gemacht. Boah. Outstanding. Boah. Und das, liebe Leute, genau das Grillen, Dinge zu machen, die total einfach sind, die rustikal sind und die auch Menschen mit Geschmack begeistern. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen als so eine Atmosphäre und wenn ihr wissen wollt, was das für eine geile Ranch hier ist, dann unter dem Video habe ich es, ich habe es selbst bezahlt, trotzdem, weil es so geil ist, hier unten drunter ein Link zu dem, zu der super geilen Ranch. Ein Link zu Christian und ein Link zu Markus, dass er die auch mal kennenlernt, also so macht es Spaß
Und ich habe von denen auch schon Dinge gegessen, die kann ich euch in dem Video zeigen, aber oh, man wird weich bei. Und Markus, du bist ja selber hier ganz oft, ne? 10-12 Mal im Jahr. Und macht auch hin und wieder hier die Catering. Also, viele Grüße, ihr wisst Bescheid. Macht's gut, Abo, Daumen nach oben. Oh, wir werden jetzt hier mit dem Rest der ganzen Bande den Fisch plündern. Und dann gibt's den Hauptjagd. Ja. Tschüss. Beef Bandits. Once a bandit, always a bandit.